Okay, gut. Also um die Gelassenheit auch jetzt hier wieder aufzugreifen, fangen wir etwas gelassen an mit eben genau jetzt dem Vortrag, die Welt ist klein und man trifft sich immer zweimal. Sie werden sich vielleicht ein bisschen wundern über diese Art von Titel, aber ich hatte mir Gedanken gemacht. Ich war zur GNDCon Keynote eingeladen und hatte mir natürlich überlegt, ja, seit wann kenne ich denn eigentlich die GND und habe eben da herausgefunden, jetzt bin ich wieder von meiner Präsentation weg. Doch, jetzt bin ich wieder da. Und Super. habe eben herausgefunden, ja, seit über 10 Jahren habe ich jetzt schon mit den GND-Daten zu tun. Und ich bin natürlich auf die GND gestoßen im Zuge von Projekten, die mit innovativen Informationssystemen und, wie Herr Scholze schon bemerkt hatte, mit semantischer und explorativer Suche zu tun haben. Und das als Ausgangsbasis wollte ich mal vorausstellen. Deshalb fangen wir jetzt einfach an mit einer kleinen Zeitreise zurück 10 Jahre ins Jahr 2011, um uns anzugucken, was habe ich damals mit Normdaten gemacht und was mache ich heute damit. Also danach geht es dann wieder zurück in die Zukunft. 2011 hatte ich noch keinen Bart, also ich sehe deutlich jünger aus ohne Bart, sagen mir auch alle anderen. Mein Team damals noch am Hasso-Plattner-Institut, relativ klein, aber fein, aber wir haben es geschafft und haben in diversen Projekten eine ganze Reihe von Informationssystemen auf die Beine gestellt. Einige werden sich von Ihnen vielleicht noch an das große Theseus-Forschungsprogramm erinnern, an dem wir damals mit beteiligt waren oder Contentus. In dem Rahmen Contentus habe ich auch damals den Jürgen Kett kennengelernt. Da ging es eben um die Next Generation Multimedia Libraries. Und in diesem Zusammenhang haben wir eben weitere Informationssysteme, Videoarchive, Datenbanken entwickelt. Das eine war CMEX, der Semantic Media Explorer oder Media Globe, the Digital Archive. Oder dann auch das heute noch immer noch florierende AV-Portal der Technischen Informationsbibliothek Hannover. Was waren das für Projekte damals? Da ging es hauptsächlich in einem ersten Schritt immer um Digitalisierung von unstrukturierten Daten. Und was für uns damals besonders spannend war, das war die Digitalisierung von Videodaten. Video als das komplexeste und komplizierteste Medium. Also wir haben Bewegtbild, wir haben Audio. Beides geht irgendwie zusammen und man muss herausfinden, A, was wird da gesprochen? B, was wird da gezeigt? Und wie kann man sowas visuell analysieren, semantisch analysieren, annotieren, so dass man dann in einem Informationssystem oder einer Suchmaschine dann tatsächlich auch das findet, was man sucht, ohne dass ständig Menschen manuell Metadaten bezüglich des Inhalts dieser Videodaten dann anlegen. Das war auch dringend notwendig, beziehungsweise war es auch gar nicht möglich, so viel Arbeitskraft zu investieren, um alles manuell zu annotieren. Sie sehen hier nur den Ausschnitt eines kleinen Archivs mit Hunderten oder Tausenden von solchen Filmrollen. Und genau, das war eben einer der Schwerpunktthemen damals, die Digitalisierung in der Richtung. Nach der Digitalisierung kam die visuelle Analyse, was man in so einem Film macht normalerweise. Man schaut natürlich, man hat Folgen, Sequenzen von Einzelbildern. Man muss feststellen, wo ist denn jetzt ein Schnitt beispielsweise, wann wechselt die Kameraperspektive, was ist eine Szene, welche Schnitte gehören zusammen und das ist dann, da muss man Audioanalyse, Videoanalyse zusammennehmen. Dann macht man solche Dinge wie visuelle Konzepterkennung, Objektidentifikation, also man versucht festzustellen, was sieht man denn da in der Szene? Sind da Personen? Ist das Tag? Ist das Nacht? Ist das drinnen? Ist das draußen? Sieht man da eine Landschaft? Ist das eine Stadt vielleicht, die man sieht? Und eben solche wirklich sehr abstrakten Dinge, die man vor 10 Jahren natürlich schon, ich sag nicht problemlos, aber doch dann eben mit Hilfe maschineller Lernverfahren beispielsweise ganz gut herausbekommen konnte. Identifikation von jetzt Personen selbst war vor 10 Jahren nur sehr, sehr eingeschränkt oder eigentlich gar nicht möglich. Also das haben wir auch erst gar nicht versucht bei der Sache. Rein ausgehend aus dieser visuellen Analyse hatten wir damals einen kleinen Demonstrator, eine Videosuchmaschine gebaut, die öffentlich verfügbar war. Die hieß Jovisto Academic Video Search, gibt es mittlerweile nicht mehr. Jovisto ist mittlerweile eine Firma, die eben im semantischen oder semantische Technologien quasi dann vertreibt und anbietet. Aber Jovisto war eben eine Suchmaschine, bei der man
Vorlesungsaufzeichnungen oder eben jetzt solche Lehrvideos semantisch annotieren konnte. Erstmal manuell mit Hilfe von Tags, aber dann auch mit automatischer Analyse daraus herauf vorgegangen, oder das war eine der Grundlagen dann für die Technologien, mit denen wir dann das Theseus-Programm eingestiegen sind und dann auch das AV-Portal der TIB mitentwickelt haben. Also da ging es nur um erstmal rein visuelle Analyse. Wir gehen aber einen Schritt weiter und gehen dann hin zur semantischen Analyse. Das heißt, wenn denn dann Konzepte, Schnittfolgen, Metadaten vorliegen für diese Multimedia-Daten, die wir hatten, haben wir versucht, dann eben semantische Konzepte zu hinterlegen. Und die damals vor 10 Jahren war die populärste semantische Wissensbasis DBpedia, auch heute noch sehr populär. Und da haben wir dann eben versucht, Konzepte damit zu verbinden, damit wir auf der einen Seite eindeutigere Suchergebnisse feststellen konnten. Sie wissen ja, Mehrdeutigkeit, Ambiguität, Polysemie ist eines der großen Probleme in natürlicher Sprache. Und wenn man dann eindeutige Konzepte hinterlegt, ist man bei der Suche schon mal auf der sicheren Seite und findet dann nicht mehrdeutige Ergebnisse, sondern wirklich nur Ergebnisse mit einer ganz bestimmten Bedeutung. Die Daten wurden dann allesamt semantisch annotiert, und das eben dann war Grundlage für dann Systeme der semantischen Suche, der explorativen Suche oder für intelligente Empfehlungssysteme. Also nochmal zur Erinnerung, es ging damals um unstrukturierte Daten, Audio, Video, es waren Bilder dabei, es waren Texte dabei. Und die Verfahren, die angewandt worden sind zur Analyse, stammen einmal aus der Korpuslinguistik, also jedes Mal dann, wenn beispielsweise Text mit dabei war. Auch in Videobildern finden Sie Text, also entweder als Einblendung, die sind dann relativ leicht dann mit OCR zu lesen, aber auch gefilmte Schrift im Text, die dann erst nochmal entzerrt werden muss manchmal. Aber auch dazu braucht es dann, oder verwendete man damals korpuslinguistische Verfahren, statistische Lernverfahren, und dann eben zur Annotation dann verwendeten wir explizite Wissensrepräsentationen aus dem Semantik-Web-Bereich mit Entitäten aus der DBpedia. Okay, hier nochmal ein kurzer Screenshot aus dem immer noch existierenden TIB-AV-Portal, bei dem dann eben jetzt hier auch diese Suche innerhalb von Videos umgesetzt worden ist. Da wurde dann auch die Tonspur analysiert. Konzepte, die man dort findet, wurden dann entsprechend hier annotiert. Man kann die anklicken, man kann danach suchen, und das ermöglicht dann eben so eine Art inhaltsbasierte Suche durch diese damit annotierten Videos. Sinn und Zweck des Ganzen war es eben, innovative Informationssysteme aufzubauen, die auf der einen Seite ein verbessertes Retrieval ermöglichen. Also Retrieval bedeutet, ich suche irgendwas, von dem ich schon eine Ahnung habe, was ich eigentlich suche. Also ich suche vielleicht ein bestimmtes Video zu einem bestimmten Thema, und dann kann ich das natürlich in so einem System suchen. Umso besser kann ich suchen, wenn dort auch Rücksicht auf Semantik genommen worden ist. Dann kann man nämlich Mehrdeutigkeiten möglichst auch noch vermeiden durch sogenannte entitätenbasierte Suche. Oder eben, wenn ich jetzt nicht genau weiß, was ich eigentlich suche, dann bin ich bei der explorativen Suche, oder wenn es mehrere Schritte braucht, um erstmal Wissen bereitzustellen, damit ich genau formulieren kann, was ich eigentlich suche, da bin ich dann bei der explorativen Suche, und dort ist dann oftmals der Weg das Ziel. Das heißt, ich finde entlang meines Suchwegs oftmals Dinge, mit denen ich nicht unbedingt gerechnet habe. Und da sind wir dann wieder bei dem Prinzip, das Herr Scholze schon genannt hatte, bei Serendipity, bei diesen glücklichen Zufallsfunden. Ich habe also was gefunden, von dem ich anfangs nicht wusste, dass ich es überhaupt wirklich benötige oder brauche, aber freue mich deshalb umso mehr, dass ich jetzt hier was Tolles gefunden habe, was zu meinen Suchbedürfnissen eigentlich dann passt. Dazu gehören natürlich auch Dinge wie ähnlichkeitsbasierte Suche, Ähnlichkeit im Sinne von inhaltlicher Ähnlichkeit. Da geht es auch darum, dann semantische, inhaltliche Ähnlichkeit festzustellen. Das kann man explizit über diese Wissensrepräsentationen machen. Heutzutage, 10 Jahre später, geht das natürlich auch wunderbar implizit über Verfahren des maschinellen, des Deep Learnings, wo man dann eben versucht, über solche sogenannte Embeddings, wo man eben versucht, dann vektorraumbasierte Repräsentationen von diesen semantischen Inhalten miteinander zu vergleichen und mit Hilfe dieser einfachen Vektorraumarithmetik sehr, sehr gut ähnlichkeitsbasierte Suche implementieren kann. Oder auch intelligente Empfehlungen im Sinne von, ich empfehle jetzt nicht nur das, was andere schon mal in dem Zusammenhang angeguckt haben, sondern
Ich empfehle etwas, weil es dafür einen inhaltlichen Grund gibt, den ich auch anhand meiner expliziten Wissensrepräsentation tatsächlich belegen kann. Okay, das waren die Ziele der Informationssysteme jetzt vor gut 10 Jahren. Nochmal kurz zur Erinnerung und jetzt auch die Frage, wie kommt hier jetzt die GND mit ins Spiel? Also, wie gesagt, die eigenen Systeme, die wir hier implementiert haben, basierten hauptsächlich dann als Wissensbasis auf der DBpedia damals. Wir haben Entity Linking durchgeführt. Das ist diese Verknüpfung von Begriffen hin zu semantischen Konzepten im Sinne einer semantischen Annotation, um dann damit dann semantische Suche, explorative Suche und intelligente Empfehlungssysteme zu realisieren. Als wir dann nach den eigenen Systemen erstmals dann in Kontakt mit der Technischen Informationsbibliothek kamen und das AV-Portal dort realisiert werden sollte, war natürlich klar, wir arbeiten jetzt hier im Bibliothekenumfeld und es wäre eigentlich sehr schön und auch wünschenswert, wenn wir anstelle der DBpedia eben hier jetzt ein Referenzvokabular, die Normdaten aus der GND heranziehen würden. Auf der einen Seite natürlich für Personen, genauso dann auch für Orte, für Körperschaften und ganz wichtig in dem Zusammenhang, wenn ich den Inhalt beschreiben möchte, natürlich auch aus der Schlagwortnormdatei. Also das war eigentlich das Ziel, war allerdings mit einigen Problemen verbunden. Ursprünglich war auch noch der Plan, dass man dann eben mithilfe dieser Vernetzung zur GND semantische Suche, explorative Suche und intelligente Empfehlungen realisieren wollte. Aber wie sich das entwickelt hat, möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Es gab nämlich ein paar Probleme am Anfang. Also auf der einen Seite ist ja klar, wenn wir jetzt einzelne Schlagworte beispielsweise in der GND hier verknüpfen oder mappen wollen, dann haben wir natürlich mit Mehrdeutigkeiten in der Sprache zu kämpfen. Und dadurch, oftmals ist kein Kontext gegeben. Solche Mehrdeutigkeiten löse ich meistens dadurch auf, dass ich Kontext gegeben habe, dass ich eben im Sinne einer sogenannten distributionalen Semantik, ich weiß also, in welchem Zusammenhang ein bestimmtes Wort, ein Begriff gebraucht wird. Dadurch kann ich einschränken, was genau jetzt die Bedeutung dieses Begriffes ist. Und das fehlt mir oftmals. Das fehlt mir insbesondere, wenn jetzt nur ein einzelner Begriff beispielsweise in den Metadaten drinsteht. Oder auch jetzt hier sehen Sie beispielsweise, wenn Sie nach Zeitreise als einzelnen Begriff über die GND suchen, werden Sie natürlich dort sehr viel unterschiedliche Dinge finden. Unter anderem natürlich einmal den Sachbegriff, hinter dem Sie vielleicht her waren, die Zeitreise an sich, eben als literarisches Motiv. Aber man könnte natürlich auch was anderes damit gemeint haben, beziehungsweise leichte Bedeutungsunterschiede, die hier in dem konkreten Beispiel gar nicht vorhanden waren. Also wie beispielsweise Zeitreise, das sehen Sie hier bei der Erklärung, die ich jetzt aus der aktuellen Wikipedia herausgenommen habe, bedeutet nicht nur Bewegung innerhalb der Zeit, sondern es kann auch Bewegung in der Zeit als Darstellung von Geodaten sein, wusste ich auch nicht in dem Bereich, oder das Leben von Schauspielern in einer der Vergangenheit nachempfundenen Umgebung. Und dann gibt es natürlich auch einzelne Instanzen, die eben Zeitreise mit Namen oder den Namen Zeitreise tragen. Es soll da eine Fernsehsendung auf N24 geben. Es schaut ja heutzutage kaum einer mehr fern, aber trotzdem interessante Informationen. Und was ich auch nicht jetzt hier im Katalog der DNB gefunden habe, war die Zeitreise, das Album von Unheilig oder von Schiller. Also Vollständigkeit und quasi Aktualität sind natürlich auch ein Problem in solchen Normdaten, da eben es gibt bestimmte Update-Zyklen und was zwischendrin passiert, ist erstmal nicht in den Normdaten existent. Und das ist natürlich auch eins der Probleme, die man eben versuchen kann, beispielsweise durch Beteiligung von möglichst vielen, durch Konzepte, wie wir sie schon von Wikidata oder eben auch der Wikipedia kennen, könnte man sich vorstellen, dort Aktualität und Vollständigkeit wesentlich besser abzudecken, kommt aber natürlich das Ganze dann mit anderen Problemen noch einher. Aber damals, eben vor 10 Jahren, war das noch kein Thema und deshalb war es eben klar, die Version der Normdaten, auf die ich zugreifen konnte, ist eigentlich per Definition stets veraltet und ich müsste auf den nächsten Update-Zyklus warten, der, wenn er denn dann veröffentlicht wird, auch schon wieder veraltet ist. Das eigentliche Problem, vor dem wir standen, wenn wir so eine semantische Verknüpfung, also so ein Entity Linking machen wollten mit Begriffen aus der Normdatei, war eigentlich der,
dass es keine Quervernetzungen darin gab. Es ist eigentlich ja ganz klar, also die Art und Weise, wie hier Dinge vernetzt sind, sind auf der einen Seite, es gibt eine Taxonomie, in der die Begriffe eingebettet sind, also man findet Oberbegriffe dafür. Und man befindet auch eine Systematik, also das heißt hier Kategorien, in denen jetzt genau diese Begriffe einzuordnen sind. Das sind die einzigen mehr oder weniger Verweise oder der Kontext, in die das Ganze eingebettet ist. Aber das ist leider nicht ausreichend, wenn man das vergleicht hier. Ich habe rechts daneben mal das aktuelle Bild oder versucht, ein Bild zusammenzustellen aus der Wikidata. Wie hängt denn jetzt dort der Begriff Zeitreise, Time Travel mit anderen Begriffen zusammen? Und man sieht also, dass das hier mit Bewegung zusammenhängt, dass das mit einer Hypothese zusammenhängt oder mit irgendwelchen fiktiven Fähigkeiten und sonst was. Also es ist halt ein richtiges Beziehungsgeflecht, das viel reichhaltiger ist und wodurch man dann auch mehr Semantik, also mehr Bedeutung ablesen kann. Und das war damals eben entsprechend auch noch ein Problem, sodass wir, um eine semantische oder explorative Suche zu ermöglichen, letztendlich von hinten durch die Brust ins Auge arbeiten mussten und dann letztendlich doch gegen DBpedia gemappt haben und dann auf Umwegen von der DBpedia zurück zur GND gegangen sind, zum Teil über VIAF oder hier die Library of Congress Subject Headings, aber letztendlich basiert die TIB oder das AV-Portal der TIB hier auf der gemeinsamen Normdatei, aber unterstützt natürlich durch zusätzliche Linked-Data-basierte Wissensquellen, um eben jetzt tatsächlich auch solche Disambiguierungen erreichen können, um den Kontext mit einzubringen. Okay, dass dann am Ende dort in dem Portal explorative und semantische Suche dann doch nicht mehr realisiert worden sind, sondern man eine standardisierte, aber inhaltsbasierte Suche hat, ist eine ganz andere Geschichte, auf die ich heute nicht weiter eingehen möchte. Lassen Sie uns aber jetzt mal zurückgehen, zurück in die Zukunft, nämlich zur aktuellen Situation 2021 und schauen, was wir aktuell mit der GND machen können und in welche Richtung es sich jetzt weiterentwickeln wird. Das Team ist natürlich das Erste, was ich Ihnen zeigen möchte. Das Foto ist jetzt nicht ganz aktuell. Sie sehen, ich bin deutlich älter geworden. Ich trage jetzt einen Bart. Und mittlerweile, das Foto stammt von 2019, sind wir auch schon 4 oder 5 Doktoranden und Postdocs mehr. Also das Team wächst. Es ist auch jünger entsprechend geworden. Und wir beschäftigen uns jetzt neben den unstrukturierten Daten insbesondere mit Forschungsdaten. Forschungsdaten aus allen Bereichen der Wissenschaft, also sowohl aus den Geisteswissenschaften, dort hat man viel mit Textdaten, mit Bilddaten zu tun, aus den Sozialwissenschaften, dort gibt es viel strukturierte Daten, aus Umfragen beispielsweise, aus den Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften, dort werden sehr viel Experimente durchgeführt, dort werden Messungen durchgeführt, das heißt, dort hat man viele strukturierte Messdaten oder auch jetzt hier in den Lebenswissenschaften, in denen auch zahlreiche Experimente durchgeführt werden, bei denen strukturierte Daten erhoben werden. Und das Problem bei den Forschungsdaten und dem Zugriff auf den Forschungsdaten ist, sie werden an sehr, sehr vielen Stellen erhoben. Allerdings bilden sich leider dadurch sehr, sehr viele sogenannte Silos oder lokale Forschungsdaten-Silos. Das heißt, die Forschungsdaten sind abgeschlossen in solchen lokalen einzelnen Datensilos. Der Zugriff ist meist nur über proprietäre APIs möglich. Wenn ich eben jetzt hier via Programm, also mit einem Softwareagenten zugreifen möchte, muss ich so ein proprietäres API verfolgen. Wenn ich jetzt kein spezielles Vorwissen habe, dass dort die Daten sind, die ich wahrscheinlich suche und wie ich da rankomme, ist es sehr, sehr schwer, nur auffindbar. Quervernetzungen zwischen diesen Repositorien existieren so gut wie nicht. Also das ist nahezu unmöglich. Und Sie haben bestimmt schon von den FAIR-Prinzipien gehört, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Da geht es eben um Auffindbarkeit, Findability, Zugreifbarkeit, Erreichbarkeit, Accessibility, Interoperabilität, das ist das I, und Nachnutzen, Reuse. Die sind eben in dieser aktuellen Situation mit diesen Forschungsdaten-Silos nur sehr, sehr schwer umzusetzen oder eben nahezu unmöglich. Es soll aber hingehen in Richtung vernetzte Forschungsdaten. Das ist eben eins der großgeschriebenen Ziele der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, der NFDI, die heute ja auch schon mal angesprochen worden ist.
die jetzt im vergangenen Jahr 2020 mit schon 9 Konsortien aus allen Wissenschaftsbereichen gestartet ist. Es geht jetzt weiter. 2021 werden voraussichtlich nochmal 10 Konsortien gefördert und dann bleibt noch eine dritte Förderrunde 2021, sodass insgesamt 30 Konsortien über alle Wissensgebiete hinweg gefördert werden sollen, bei denen das Datenmanagement und die Datenvernetzung im Vordergrund steht. Und die große Vision am Ende ist dann, dass man eine einheitliche Oberfläche hat, unter der man Forschungsdaten jetzt wirklich auch gebietsübergreifend, domänenübergreifend suchen kann. Und das bedingt natürlich, dass diese Daten gewissermaßen interoperabel angelegt werden, dass sie vernetzt werden miteinander. Und da kommen dann wieder ähnliche oder fast identische Technologien zum Einsatz, die wir auch schon vor 10 Jahren bei anderen unstrukturierten Daten eingesetzt haben. Okay, erstes Beispiel, warum eben Forschungsdatenvernetzung tatsächlich auch mit diesen semantischen Technologien, die ich angesprochen habe, zusammenhängt. Ein Forschungsdatum, minus 21. Ich gebe jetzt mal so in die Runde, vielleicht können Sie sich ja über den Chat auch beteiligen, was Sie glauben, was das ist. Also, es kann vieles sein. Ich gebe Ihnen mal ein bisschen mehr Kontextinformation. Wir brauchen ja Kontext, um solche Sachen dann tatsächlich am Ende verstehen zu können. Ich gebe Ihnen nochmal die 24.000 dazu. Vielleicht wird es ein bisschen klarer, wahrscheinlich eher nicht. Jetzt gebe ich Ihnen nochmal unstrukturierte Daten dazu. Smolensk. Ah, jetzt ist klar, minus 21 Grad, das wird eine Temperatur sein. Was die 24.000 sind, keine Ahnung. Smolensk, irgendwo in Russland. Jetzt haben wir noch ein Datum, 14. November 1812. Und da wir eventuell auch Historiker oder historisch Interessierte unter uns haben, wird es irgendwie klar, dass wir uns gerade hier auf Napoleons Russlandfeldzug befinden können. Das sind also Forschungsdaten aus der Geschichte, aus der Geisteswissenschaft. Hier sehen Sie noch ein paar mehr. Und das ist eben ein ganz berühmtes Beispiel von Charles Minard, der versucht hat, hier schon im 19. Jahrhundert anhand von Daten herauszufinden, warum denn jetzt eigentlich der Russlandfeldzug von Napoleon Bonaparte gescheitert ist, obwohl er eben mit so einer der damals größten Armee der Welt angetreten ist, hier das damals auch größte Land Russland zu erobern und entsprechend gescheitert ist. Also vielleicht kennen Sie diese schöne Infografik, das sind auch die Beginne oder die Anfänge der Infografik, die er hier versucht hat zu skizzieren. Also der graue, recht dicke Streifen zieht sich hier über eine Landkarte. Die Fläche ist also mehr oder weniger eine Art Landkarte und die Dicke dieses Streifens verdeutlicht die Stärke der Armee am Anfang noch ganz dick, dann geht das Ganze bis ans rechte Ende nach Moskau, Schlacht für Schlacht kommt da und da werden es natürlich dann immer weniger und der dunklere Streifen zieht sich dann wieder zurück von Ost nach West und der wird dann ganz, ganz dünn und da finden Sie auch Smolensk. Einmal auf dem Hinweg war in Smolensk eine Schlacht, das war im August und einmal dann ist er wieder vorbeigekommen im November. Und Sie sehen hier am 14. November 1812 hat das Thermometer minus 21 Grad Réaumur, also die haben nicht in Celsius gemessen, gezeigt. Und das ist dann später noch weiter runtergegangen bis auf minus 30. Und das war eben zur Verdeutlichung, welche Gründe eigentlich dafür verantwortlich waren, warum diese Kampagne 1812, 1813 gescheitert ist. Das heißt, wir können aus diesen Daten, aus minus 21, das macht nur Sinn, wenn wir wirklich das Umfeld kennen, um zu wissen, wie die zu interpretieren sind. Zweites Beispiel, 14. Schwieriger zu sagen, könnte natürlich auch wieder eine Temperatur sein, ist es in dem Fall nicht. Wir kriegen eine Einheit dazu, M Meter, also 14 Meter, das dehnt sich irgendwie aus, Länge, Breite, Höhe kann das sein, also hier sehen wir, es wird also definitiv eine Länge sein. Und ich gebe Ihnen auch gleich schon mal die Auflösung, dass es eben, vielleicht kennen das einige von Ihnen, das ist der Durchmesser dieses Speicherrings im Fermilab, in dem vielleicht haben einige von Ihnen das gehört, das ist jetzt schon einige Wochen alt oder Monate kann man sagen, das Ergebnis. Da wird ein Experiment durchgeführt mit
Myonen, das sogenannte G2-Myon-Storage-Experiment. Und da geht es darum, Abweichungen der Messung gegenüber der Vorhersage aus dem Standardmodell der Physik miteinander zu vergleichen. Und man hat eben festgestellt, durch die Messung ist es naheliegend, dass das Standardmodell der Physik jetzt doch noch nicht abgeschlossen ist und dass da eben noch Luft ist für neue Teilchen, an die man noch gar nicht gedacht hat. Also das heißt, wir wissen immer noch nicht, was im Inneren die Welt zusammenhängt und wie die Welt funktioniert. Und ja, dafür ist eben dieser 14 Meter durchmessende Ringmagnet zum Teil mit verantwortlich. Weshalb ich Ihnen diese Beispiele gezeigt habe, ganz klar, einfach nur aus dem Grund, Daten alleine, wenn wir die Datenpunkte sehen, machen sie relativ wenig Sinn. Also bis auf ihre bloße Existenz, dass sie da sind, sind solche Rohdaten für uns nicht wirklich nützlich. Wir können nicht unbedingt was mit anfangen. Das fängt erst dann an, wenn wir Daten miteinander in Bezug setzen, sodass wir sagen können, das ist groß, das ist klein, das ist eine bestimmte Abfolge von Daten, eine Sequenz und die hängen miteinander zusammen. Dann werden aus Daten Informationen. Allerdings reicht das auch noch nicht aus. Wir müssen Informationen mit Wissen unterfüttern. Das haben Sie ganz deutlich gesehen bei dem Beispiel von Charles Minier mit dem Russlandfeldzug. Erst dann, wenn wir wissen, was das bedeutet, dass das historische Daten sind, die sich beziehen auf der einen Seite auf Temperatur, auf der anderen Seite auf die Anzahl der noch Überlebenden von dieser großen Armee. Wir brauchen diese historische Hintergrundinformation, ansonsten können wir das nicht in Perspektive setzen und können diese Daten nicht, jetzt nicht nur in Anführungszeichen, wirklich verstehen. Und es geht um das Verstehen dieser Daten, damit wir Sinn reinbringen und auch diese Daten dann mit anderen sinnvoll verknüpfen können, nämlich Daten, die eben für ein gleichbedeutendes Konzept zum Beispiel stehen, damit man hier inhaltliche Zusammenhänge knüpfen kann. Das Problem dabei ist, wenn wir solches Wissen dann eben mit repräsentieren wollen, wir brauchen, hier Thomas Davenport hat mal gesagt, people can't share knowledge if they don't speak a common language. Also wir können kein Wissen teilen, wenn wir nicht die gleiche gemeinsame Sprache sprechen. Wir brauchen also eine Sprache, um dieses Wissen miteinander zu teilen. Und das heißt, wir brauchen gemeinsame Symbole und Konzepte. Das ist dann die Syntax, über die wir uns unterhalten. Und es muss natürlich klar sein, was die bedeuten. Da müssen wir Übereinkunft darüber erreichen. Ansonsten macht es keinen Sinn, wenn jeder etwas anderes unter diesen Symbolen und Konzepten, die wir benutzen, versteht. Wir verwenden dann zur Kategorisierung, zur Klassifikation sogenannte Taxonomien. Dann packen wir Sachen in einzelne Schubladen, um sie voneinander unterscheiden zu können. Und wir finden auch heraus, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Das sind dann Assoziationen und Relationen zwischen Konzepten. Das kann ich beispielsweise mit Hilfe von Thesauri realisieren. Wenn ich allerdings dann auch noch Regeln darüber, welche Arten von Assoziationen und Relationen machen denn überhaupt Sinn, welche sind erlaubt, welche sind nicht erlaubt, da brauche ich dann komplexere Konzepte und da sind wir dann im Bereich der sogenannten Ontologien und das kam ja heute auch schon mal ganz kurz zur Sprache. Ontologien sind also hier ein ganz, ganz essentieller Faktor für die gemeinsame Wissensrepräsentation. Wie sowas dann ausschauen kann, wie jetzt beispielsweise hier für unsere Karte von Charles Minard, sehen Sie hier. Wir haben auf der einen Seite das sogenannte assertionale Wissen, in dem wir also ein bestimmtes Event haben am 14. November 1812, das in Smolensk stattfindet. Smolensk hat hier eine bestimmte geografische Länge und Breite. Wir haben zu einem Event gehört natürlich dann immer irgendein Agent, also jemand, der irgendwas dort tut, an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Der Agent ist hier dann die La Grande Armée und die wird kommandiert oder wurde kommandiert von Napoleon Bonaparte. Und wir sehen hier eine Temperatur in Réaumur angegeben, minus 21 Grad. Wir sehen das Datum und wir sehen hier noch eine Zusatzangabe, die Survivors. Auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir dazu das dazugehörige terminologische Wissen. Das heißt, das sind dann die Konzepte, die dahinter stehen. Also wir haben ein Event, das immer verknüpft ist mit einer Location, also einem geografischen Ort, das verknüpft ist mit einem Agenten, das verknüpft ist mit einem Datum und so weiter. Also das sind die sogenannten Universalien, generelle Konzepte, die Terminologie, die eben klar macht, was bedeuten denn jetzt diese einzelnen Instanzen, die wir hier auf der blauen Seite im assertionalen Wissen abgebildet haben. Und das bildet dann eine sogenannte Wissensbasis. Diese Wissensbasis ist dann
im Computer abgebildet mithilfe einer sogenannten Beschreibungslogik. Also das ist eine Sprache, die auf einer mathematischen formalen Logik basiert, die eine formale Interpretation besitzt, die der Computer korrekt interpretieren kann. Das ist das Schöne, wenn das Ganze auf mathematischer Logik basiert. Und die bietet mir jetzt den Vorteil gegenüber traditionellen Sprachen der Datenbeschreibung, dass ich eben, das ist mathematische Logik, hier wirklich formal auch Schlussfolgern kann. Ich kann implizit verstecktes Wissen explizit machen mit der Hilfe von Schlussfolgerungen. Ich kann da beispielsweise herausfinden, dass zu einem Event immer ein Ort und ein bestimmter Agent gehört oder dass eine Ortsangabe immer mit Länge und Breite versehen sein soll. Also das sind ganz einfache Schlussfolgerungen, Restriktionen, die hier zu berücksichtigen sind und die man dann auch formal mit ganz generischen Programmen, mit sogenannten Reasonern abprüfen kann, ob die denn tatsächlich erfüllt sind, nicht erfüllt sind. Ich kann Konsistenzen feststellen oder ich kann eben diese Schlussfolgerungen einfach durchführen und dieses vorher implizite Wissen explizit machen. Das geht aber nur, wenn ich solche Wissensrepräsentationen dafür verwende. Das funktioniert ja auch für den Speicherring, wie wir gesehen haben. Das ist also der G2-Speicherring. Das ist ein Speicherring mit dem Durchmesser in Metern von 14 Metern. Der ist Teil eines Experiments, das durchgeführt wird in einem Laboratorium, hier speziell dann im Fermilab. Das Fermilab steht in Batavia, Illinois. Das ist natürlich dann eine Location. Es gibt auch andere Art von Locations, wie beispielsweise eine Galerie, in der eine Ausstellung sein kann. Aber eine Galerie ist natürlich was anderes als ein Labor. Und solche Dinge, die nicht übereinstimmen, muss ich dann natürlich auch mit angeben, damit ich eben sagen kann, das ist nicht gleich das, damit ich eben Dinge hier nicht miteinander verwechseln kann und daraus dann auch wieder Schlussfolgerungen ziehen kann. Also das war es nur mal an der Seite gestreift, damit Sie mal sehen, wie solche Wissensrepräsentationen am Ende aussehen. Bei den vernetzten Forschungsdaten, und ich habe hier jetzt versucht, mal die Logos der aktuell schon laufenden neuen Konsortien hier an die linke Seite von der NFDI eben an die linke Seite zu bringen. Die sind aus allen Bereichen. Oben sehen Sie beispielsweise NFDI for Culture. Das sind Kultur- und Kunstwissenschaften sind da drin. Also da geht es um Kulturgüter. Was haben wir noch? Biodiversity, Health, Data Plan, die sind also auch aus dem Bereich Biologie oder eben Lebenswissenschaften. NFDI for Ing, das sind die Ingenieurswissenschaften. Consort SWD ist aus dem Bereich der Sozialwissenschaften oder hier NFDI for Chem, das ist für die Chemie. Da geht es auf der einen Seite natürlich darum, dass wenn ich Forschungsdaten vernetzen möchte, dass ich meine Metadaten, die ich hier verwende, standardisiere. Aber es ist klar, auf der einen Seite gibt es schon sehr viele standardisierte Metadatenformate, die ich verwenden kann. Auf der anderen Seite ist noch der Bedarf da, neue Standardisierung durchzuführen. Aber Standardisierung ist auch immer mit Zyklen und Wartezyklen verbunden. Das dauert halt dann immer seine Zeit, bis sich sehr viele Leute dann auf einen bestimmten Standard geeinigt haben. Genauso wird es ganz, ganz wichtig hier eben, dass Normdaten verwendet werden, dass man sich auf einheitliches Vokabular, auf einheitliche Konzepte, die eben hier aus Normdaten, wie eben hier in dem Zusammenhang ganz besonders wichtig, der GND stammen. Aber um eben dann auch klarzumachen, was diese Normdaten bedeuten, brauchen wir eigentlich eine Unterfütterung mit Hilfe von Ontologien und semantischen Technologien, damit dann tatsächlich auch zumindest ein Stück weit herausgefunden werden kann, wie kann ich denn jetzt hier bestimmte Teile dieser Normdaten vielleicht auch mit anderen, mit denen sie nicht exakt übereinstimmen, vernetzen und zusammenbringen. Und dazu brauche ich dann Wissensgraphen, die basieren dann auf Ontologien und semantischen Technologien und mit denen kann ich dann diese schon angesprochenen FAIR-Prinzipien entsprechend effektiv umsetzen. Und da geht es nochmal um Auffindbarkeit. Also das geht mit Wissensgraphen sehr einfach, indem ich eben sage, ich werde sehr, sehr fein granular persistente Identifikatoren, PIDs vergeben, sodass ich eben nötigenfalls bis runter auf die einzelne Datenfeldebene identifizieren kann, wo kommt denn jetzt ein bestimmtes Datum her? Also damit ich es wirklich auch auffinden kann. Es muss zugreifbar sein. Accessibility heißt auch, dass ich eben jetzt nicht ständig proprietäre APIs verwenden muss, sondern vielleicht ein generisches API wie die Link-Data-Schnittstelle oder ähnliches, um an solche Dinge zusammenzukommen. Ich muss dabei allerdings auch an mögliche Zugriffsrestriktionen, Rechte-Management und Zugriffsmanagement denken, die hier realisiert werden müssen, weil nicht alles ist immer für alle dann tatsächlich
gleich offen. Also man muss an den Schutz der Privatsphäre, an Urheberrechte dabei denken. Aber Interoperabilität, wenn ich eben jetzt hier mit Ontologien arbeite, ist es relativ, ich sage relativ einfach oder auf jeden Fall vereinfacht, dann auf eine automatisierte Art und Weise solche Verknüpfungen, solche Interoperabilitäten dann herzustellen. Und dadurch werden dann auch diese Daten, die einmal eingebracht worden sind, auch nachnutzbar. Und das ist dann eins der Hauptziele, dass eben nicht jedes Experiment nochmal von neuem durchgeführt werden muss, sondern dass ich mich auf schon vorhandene Daten verlassen kann und darauf aufbauen kann, dass ich sie nachnutzen kann, auch in anderen Szenarien. Und solches faire Forschungsdatenmanagement, von dem ich da gesprochen habe, mit Ontologien und Knowledge Graphs, da geht es eben darum, dass dann diese einzelnen Repositorien, diese Silos, die wir mal hatten, miteinander über solche Wissensgraphen miteinander vernetzt werden, wodurch dann am Ende diese vier FAIR-Prinzipien entsprechend sinnvoll und effektiv umgesetzt werden können. Auf ein Problem, das wir vorhin schon mal vor 10 Jahren eigentlich angesprochen hatten, auf die Vollständigkeit und das Problem der Update-Zyklen und das Problem, dass eigentlich diese Daten permanent veraltet sind, möchte ich noch mal ganz kurz eingehen. Und da passt natürlich auch diese Zeitmaschinen-Metapher ganz gut. Es geht also um Zeit, um Update-Zyklen. Und eine der Ideen, die man hat, um eben jetzt dafür zu sorgen, A, dass wir eine möglichst vollständige Abdeckung von allen Begriffen haben und dass eben alles möglichst zeitnah und aktuell ist, wäre eben, und das kann man diskutieren und das wird auch zurzeit diskutiert, dass man Werkzeuge einsetzt zur Verwaltung von Normdaten oder auch von Metadatenstandards, aber auch für Wissensgraphen, die ich hier eben dann aufbaue, mit denen ich hier meine Forschungsdaten verwalte, über eine Wiki-basierte Oberfläche, wie sie beispielsweise über Wikibase verfügbar ist. Wikibase ist die Software, die hinter Wikidata steht. Das ist also eine Wiki-Seite, über die ich eben jetzt hier strukturierte Daten eingeben kann, für die es dann auch auf der anderen Seite dann auch noch einen RDF, ich nenne es mal einfach nur Export, gibt. Also eigentlich ist Wikidata und Wikibase kein echter Wissensgraph, da kommen wir, werden wir gleich nochmal drauf eingehen, aber es ist zumindest schon mal ein Hilfsmittel, das mich in die Lage versetzt, hier Vokabulare, Metadaten, Ontologien, Wissensgraphen hier permanent an Veränderungen anzupassen und dabei dann eben die komplette Nutzergemeinschaft mit einzubeziehen und um das Problem des Veraltetseins eben möglichst schnell adressieren und aus dem Weg schaffen zu können. Allerdings gibt es mit der Software diverse Probleme. Also im Moment ist es leider nur eingeschränkt vernetzbar. Also jede einzelne Wikibase-Instanz kann nicht notwendigerweise das Vokabular der anderen Wikibase-Instanz nutzen. Da wird dran gearbeitet. Leider aktuell kein W3C-konformes Vokabular im Einsatz. Also die Technologien, die wir schon seit über 10 Jahren nutzen, RDF, RDFS oder AUL, um jetzt hier wirklich Semantik mit reinzubringen, um Schlussfolgerungen machen zu können, werden da nicht verwendet, sondern nur eben eigendefiniertes Vokabular, das leider keine explizite Semantik vorhält, sodass ich dann eben keine Schlussfolgerungen mit diesen Daten ziehen kann und kein Reasoning vornehmen kann. Und ein dezidiertes Rechte-Management und Zugriffsmanagement in dem Sinne, dass ich bestimmte Sachen für bestimmte Personengruppen sichtbar mache und andere nicht. Das ist da beispielsweise auch nicht der Fall. Jetzt, wenn Sie sich fragen, ja, warum brauche ich denn überhaupt so ein Rechte-Management? Denken Sie an Forschungsdaten aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich oder jetzt auch aus den Lebenswissenschaften oder aus der Psychologie. Da geht es ja schnell dann darum, dass man hier Berichte über Patienten hat und dann sind natürlich Persönlichkeits- oder persönlich personenbezogene Daten sehr, sehr schnell mit dabei und da dürfen dann vielleicht dann eben nur jetzt wirklich Personengruppen zugreifen, die eben jetzt aus Heilberufen stammen, um den eben hier den Schutz der Persönlichkeit entsprechend gewährleisten zu können. Also solche Sachen muss man da entsprechend mit berücksichtigen und umsetzen. Kleinere Probleme dann am Rande sind bei Wikibase auch noch, dass es eigentlich anders gewachsen ist, als es heute verwendet wird. Also es ist wirklich aus dem Wiki-Gedanken herausgewachsen. Deshalb ist es auch hier
Ähnlich ist es so eine Wikipedia-Oberfläche zusammen mit einer MySQL-Datenbank, an die dann ein Triple Store für die semantischen Sachen eigentlich rangeflanscht wurde, indem die Daten einfach nochmal kopiert oder gedoppelt werden. Und das macht dann großflächige Aktionen und Änderungen an den semantischen Daten schwierig, weil man immer über diese Wiki-Schnittstelle, über dieses kleine Bottleneck gehen muss. Und man ist natürlich auch, wenn man die Software ändern möchte, ein Stück abhängig von der Wikimedia Foundation, weil eben es betrifft ja nicht nur die Forschung hier, die entsprechend Änderungen an der Software dann durchsetzen und eben nutzen möchte, sondern es muss die gesamte weltweite Community hier, die Wikibase und Wikidata nutzt, dann eben auch mit berücksichtigt werden. Und das macht die Sache natürlich dann entsprechend komplex. Die komplexen Themen sind alle noch nicht zu Ende diskutiert, deshalb möchte ich an der Stelle auch an einen Workshop aufmerksam machen. NFDE for Culture, eins der Konsortien, an denen wir teilnehmen, veranstaltet jetzt schon den zweiten Wikibase Workshop, in dem genau auf der einen Seite die Anwendung in bestimmten Bereichen, wo sie eingesetzt wird, vorgestellt wird, wo es kleine Tutorien dazu gibt, wo aber auch genau dann diese Probleme diskutiert werden sollen. Die findet am 7.7. statt. Und wenn Sie hier auf dem Twitter-Kanal der NFDI, also des Direktorats oder eben NFDI for Culture folgen oder auch meinem, werden Sie eben den Link zur Anmeldung dort dann eben auch finden. Sobald ich ihn habe, werde ich ihn auch hier in die Folien mit rein kopieren, die ich dann natürlich im Nachgang hier auch jetzt direkt zur Verfügung stelle und auch dann twittern werde, damit Sie dann gleich die Adresse der Folien haben und sich die Sachen hier alle rausholen können. Okay. Also auch im Rahmen der NFDI geht es immer noch um innovative Informationssysteme. Wie immer, wir wollen ein verbessertes Retrieval, diesmal eben über Forschungsdaten. Wir wollen, das ist jetzt neu, wir wollen föderierte Suche, weil diese Datensilos wollen miteinander sich vernetzen. Dort eben, wenn es geht, eine semantische, explorative Suche, eventuell explorativ, das ist noch nicht sicher. Das hängt natürlich jeweils von den einzelnen Konsortien ab. Umsetzen, ähnlichkeitsbasierte Suche wird sehr wichtig und Empfehlungen werden da auch weiterhin wichtig sein. Und zum Abschluss dieses Vortrags möchte ich Ihnen doch nochmal einen unserer wichtigsten Forschungsthemen kurz vorstellen, wie man jetzt explorative Suche auf solchen Forschungsdaten dann auch umsetzen kann und was man damit machen kann. Deshalb nur zwei kleine Beispiele. Ich gehe wieder zurück eben jetzt hier und zeige Ihnen, wie man einen Wissensgraph in der explorativen Suche verwenden kann. Und wir gehen wieder zurück zu unserem Event, 14. November 1812, zu dem ich natürlich jetzt einige Daten und Informationen habe. Und das kann ich natürlich direkt hier, wie Sie sehen, auch mit GND-Daten verknüpfen. Also der Agent hier, die Grande Armée, die finde ich in der GND. Ich finde auch Smolensk in der GND. Und wenn ich das Ganze dann auch noch auf Wikidata ausweite und eben dann föderiert weitersuche, finde ich dann die Schlacht von Smolensk. Das war diejenige, die jetzt nicht 1812 im November war, sondern im August, also auf dem Hinweg. Dort finde ich eine Verknüpfung zur französischen Invasion in Russland, also zum Russlandfeldzug. Und dort finde ich dann ebenfalls im Umkehrschluss ein Musikstück, nämlich die Ouvertüre 1812 von Tschaikowski, die ich dann natürlich auch in der GND finde und dann auch davon eine spezifische Aufnahme, wenn ich die möchte, eben in der Deutschen Nationalbibliothek finde, von der ich dann auch noch, wenn ich dann dort anklicke, dann auch noch die Signatur finde und dann feststelle, dass ich die in Leipzig tatsächlich dann auch irgendwo finden und eventuell auch anhören kann. Also das hier nur als kleiner Rundschluss. Ich kann natürlich auch noch weitergehen. Ausgehend von dieser Ouvertüre 1812 kann ich auch herausfinden, dass der Russlandfeldzug natürlich auch einer der Hauptgegenstände oder Thema war in Tolstois Krieg und Frieden. Ich finde natürlich von Krieg und Frieden diverse Ausgaben auch in der Deutschen Nationalbibliothek. Ich finde heraus, dass das geschrieben worden ist von Leo Tolstoi. Und zu Leo Tolstoi finde ich auch Informationen in anderen Informationssystemen und deshalb hier wieder eine ganz kleine Eigenwerbung. Ich möchte hier auf unser Sky-High-Blog aufmerksam machen. Das ist ein seit vielen Jahren laufendes Blog, in dem eben als Showcase, als Demonstrator semantische Technologien hinterlegt sind. Wenn Sie da
diesen Link anklicken, kommen Sie auf die Seite, auf der Leo Tolstoi vorgestellt wird. Dort wird eben stetig Informationen aus DBpedia, aus Wikipedia zusätzlich noch mit geblendet. Ich versuche das mal hier, ob Sie sehen es noch entsprechend mal vorzuführen. Also wir haben hier, ich mache das ein bisschen größer, sollte eigentlich ein Stückchen größer werden. So. Genau. Sie sehen also, wenn ich hier jetzt beispielsweise über Krieg und Frieden gehe, über die Sachen, die unterstrichen werden, werden in Echtzeit Informationen aus der Wikipedia herausgeholt und man sieht also mehr Informationen über diese einzelnen Entitäten, die hier annotiert worden sind. Ich kann aber auch Leo Tolstoi einfach anklicken und man sieht dann hier oben im oberen Bildbereich eine zusätzliche Visualisierung, in der ich jetzt hier Zusammenhänge beispielsweise feststellen kann, dass Sophia Tolstoja die Frau von Leo Tolstoi war. Ich kann auch sehen, dass sie hier in Tula Oblast, das ist der Death Place, also in dem Gebiet ist sie dann gestorben. Ich kann auch sehen, dass selbst George Orwell hier beeinflusst war von Tolstoi. Ich kann aber auch hier sehen, dass Anna Karenina als erstes hier in serialisierter Form veröffentlicht worden ist von Tolstoi und ähnliche Dinge. Ich kann also Informationen aus den semantischen Annotationen, die ich hier habe, entsprechend dann direkt weiterverwenden und schnell und einfach in Form eines solchen Graphen dann darstellen. Und Sie sehen dann hier und können in Echtzeit dann feststellen, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Probieren Sie es einfach mal aus, wenn Sie es dann hier sehen. Ich versuche jetzt wieder meinen Link zurück zur Präsentation zu finden. Sollte funktionieren. Zack. Hier bin ich dann zurück. Genau. Ja, und damit habe ich auch quasi das Ende meines Vortrags erreicht. Die Take-Home-Messages, die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte, sind vor allem die folgenden. Also intelligente Informationssysteme sind nach wie vor ein ganz wichtiges Forschungsthema. Also das hat sich noch lange nicht erschöpft. Dabei wird die Vernetzung von Daten, Informationen und Wissen immer wichtiger. Wenn Sie bei dieser Vernetzung wirklich die FAIR-Prinzipien effektiv umsetzen wollen, benötigen Sie Ontologien und Wissensgraphen, das heißt semantische Technologien. Die NFDI selbst bietet natürlich jetzt die Chance einer großflächigen und auch, wenn wir es richtig machen, intelligenten Vernetzung von Forschungsdaten und die Normdaten, wie die GND, die werden dabei eine essentiell wichtige Rolle spielen. Soweit zu meinem Vortrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt stehe ich Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Harald. Das war sehr viel Spaß gemacht, sich das mal anzuhören, vor allem die Zeitreise. Ich habe dabei auch ein bisschen nachgedacht. Also ich habe inzwischen einen Bart gewonnen und dann wieder verloren. Also es ist einiges passiert in der Zeit, auch inhaltlich. Also sehr herzlichen Dank auch für diese kleine persönliche Gedanken, die ich da damit assoziieren konnte. An sich, oh, jetzt sehe ich mal, Barbara, ihr mal exponiert mit der Kamera. Wir lassen uns hier mal nicht irritieren und gehen mal direkt in die Fragen rein. Also, tatsächlich über den Chat gab es eine Frage schon mal. Ich würde aber auch gerne alle, die jetzt zuhören, auch noch bitten, ja, gerne einfach auch noch weitere Fragen in den Chat zu posten. Da werden wir, denke ich, noch genug Zeit haben, ein paar dieser Fragen zu beantworten, durch Harald Sack. Ich habe jetzt hier eine Frage im Chat gesehen. Warte mal. Genau. Welche Rolle werden Klassifikationen bei den vernetzten Forschungsdaten einnehmen? Da sind wir wieder bei der erstmal Begriffsfindung. Was genau verstehen wir oder der Fragende unter Klassifikationen? Aber es ist natürlich essentiell. Also ich klassifiziere oder klassiere dann ja entsprechende Inhalte, die ich dann über Klassifikationen, die vielleicht mit Hilfe aus Systematiken, die mit Normdaten verbunden sind, dann entsprechend finden und miteinander vernetzen kann. Also das ist ein essentiell wichtiges Thema. Es wird jetzt nochmal nachgereicht, also ganz zum Beispiel auch als die DDC. Also gilt das für die auch, denkt man schon. Ne? Also. Definitiv.
Genau, hier wird nochmal gebeten, ob du nochmal den Abschlussbildschirm deiner Präsentation zeigen könntest. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, aber da sind schon mal interessante Dinge drauf gewesen. Okay, der Abschlussbildschirm. Genau. Moment, da ist er. Nee, da ist er nicht mehr. Jetzt bin ich wieder weggeschalten worden. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Wahrscheinlich möchte jemand einen Screenshot machen. Das kann natürlich sein. Genau, aber ich werde eben über diesen Twitter-Account, den man hier unten eingeblendet sieht, also einfach nach Lysander04 suchen oder eben dem Hashtag GNDcon weiter beobachten. Da werde ich den Link zu den Folien jetzt direkt im Nachgang veröffentlichen. Also, weil auch die Frage im Chat kam, ob es auch noch auf einem anderen Weg die Folien veröffentlicht werden. Also, soweit ich mich erinnere, werden wir die auch bei uns auf der Wiki-Seite veröffentlichen. Barbara, kannst gerne linken, genau. Also, es gibt also keine Möglichkeit, diese Folien zu verpassen, wenn man sie sehen will. Ich gucke mal, ob es noch weitere Fragen gab. Ah ja, jetzt kommen doch mal noch mich Fragen rein zu Mal hier die Frage, wie wichtig ist die Visualisierung in den MFDI-Projekten? Wird das für die explorative Suche oder für die Fehlersuche genutzt? Von Johannes Graupe. Also ich denke, die Visualisierung ist essentiell wichtig, insbesondere dann auf der einen Seite für die Analyse von Forschungsdaten, aber dann auch um Zusammenhänge zu sehen. Allerdings muss ich dazu sagen, die NFDI ist ausgelegt erstmal auf 10 Jahre und ist also erstmal erste Förderperiode 5 Jahre plus dann zweite Förderperiode nochmal 5 Jahre, dann soll sie umgesetzt sein. Und selbst dann ist man mit dem Ganzen meines Erachtens aber auch noch nicht fertig. Und die Visualisierung ist eine wichtige, aber im Moment etwas nachgelagerte Aufgabe, weil es geht erstmal darum, wirklich auch innerhalb eines einzelnen Fachgebiets die ganzen einzelnen Datensilos, die wir haben, miteinander zu vernetzen. Erstmal zu erfassen, was alles da ist und dann wirklich die in die Lage zu versetzen, dass man die miteinander nutzen kann. Und dann werden wir uns natürlich dann auch überlegen, wie Visualisierungen sinnvoll für alle diese Aufgaben, zusätzliche Finden von Zusammenhängen, Vernetzungen, Ähnlichkeiten bis hin zur Datenanalyse wird das dann eingesetzt werden. Ja, prima, Dann noch danke. eine zweite Frage. Gibt es interessante Alternativen zu Wikibase zum Modellieren von Wissensgraphen? Interessante Alternativen sicher, aber nicht. Es gibt keine, bei denen ich eben so viele Leute auf einmal mit daran beschäftigen kann und einbinden kann. Also die meisten Entwicklungswerkzeuge, die es da gibt, sind nicht für so große Benutzergruppen ausgelegt. In dem Zusammenhang hat unsere Kollegin Stefanie Jakobs auch nochmal nachgefragt, inwieweit, ich sag mal, wie hat sie es ausgedrückt, visuelle Normierungen für die semantischen Technologien eine Rolle spielen. Ich interpretiere das jetzt mal so, dass es hier um, ja, ich sag mal, Metaphern geht oder Dinge, die dann ein Stück weit irgendwann Standard sind und dann auch im Visualisierungsbereich sozusagen eine Art Standardisierung eintritt, damit die Gewöhnung da auch passiert, dass man diese Technologie auch nutzen möchte und nicht nur beim Google-Schlitz hängen bleibt. Ja, also das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also wir haben uns von Anfang an darüber Gedanken gemacht, wie bekomme ich die Informationen, die ich eigentlich haben möchte, denn tatsächlich jetzt so visualisiert, dass sie intuitiv eingänglich ist. Und das ist genau eins der Probleme damals gewesen, bei der wir auch bei der Realisierung des TIBAV-Portals große Probleme hatten. Die allererste Version, die nicht öffentlich ging, die aber dann quasi von Benutzern evaluiert worden ist, scheiterte in der semantischen und explorativen Suche daran, dass eben die gewählten Metaphern dort nicht von den Benutzern richtig verstanden worden sind, ohne eben entsprechendes Training und Erklären. Also da waren wir noch nicht weit genug. Deshalb sieht jetzt auch also die Leute sind halt auch von der Suche genau diese Google-Metaphern gewöhnt. Man möchte die Liste mit 10 blauen Links sehen und man erwartet, dass alles, was vorne auf der ersten Seite ist, ist wichtig. Der Rest interessiert mich nicht, weil er ja eh nicht wichtig ist. Aber das kann im wissenschaftlichen Bereich kann es das nicht sein. Also da müssen wir dann eben andere Dinge noch finden. Und da ist die Forschung noch lange nicht
an einem Punkt angekommen, wo wir jetzt schon sagen können, das ist der bestmögliche Standard. Ja, eine Frage. Also wir haben jetzt hier noch die Frage nach Alternativen zu Wikibase, zur Wissensmodellierung, ob es da nicht auch Alternativen gäbe, interessante. Also wie schon gesagt, es gibt Alternativen, aber jetzt nicht, um die komplette Community mit einzubinden. Also man muss dann auf ein Wiki-ähnliches Konstrukt dann nehmen und schön wäre eben, wenn wir Wikibase so weiterentwickeln könnten, dass man nicht nur strukturierte Daten, sondern wirklich dann semantische Daten damit direkt ablegen könnte. Aber wir sind ja hier im Gespräch mit der Wikimedia Foundation, mit der gesamten Community und wir versuchen da ein entsprechendes Werkzeug zu finden. Das Problem ist halt, dass die meisten Werkzeuge auch zur kollaborativen Entwicklung von Wissensbasen in dem Sinne eigentlich für kleine Gruppen ausgelegt sind und es eben nicht einfach gestatten, jetzt sagen wir mal Hunderte oder gar Tausende von Mitwirkenden einzubeziehen. Also das ist schon wirklich der klare große Pluspunkt dieser ganzen Wiki-basierten Technologien, dass die wirklich skalierbar sind. Also, wir haben noch eine Frage von Herrn Kempf. Er bedankt sich erstmal für den Vortrag und fragt dann, wie ließe sich mit Bedeutungsveränderungen von Sachkonzepten etwa im sozialwissenschaftlichen Bereich umgehen, wenn sich diese etwa nicht auf konkrete Anfangs- und Enddaten festschreiben lassen? Das ist ein sehr interessanter Punkt. Das ist auch eins unserer Forschungsthemen. Also wir arbeiten im Bereich ontologische Drift oder Ontology Evolution, wo es eben darum geht, dass man diesen Bedeutungswandel auf der einen Seite erkennt und auf der anderen Seite auch wirklich repräsentiert, insbesondere dann, wenn er nicht an ein ganz konkretes Datum gebunden ist, sondern eben dann eben auf einen unscharfen Zeitraum. Aber man kann auch unscharfe Zeiträume entsprechend abbilden. Es ist dann nur wieder eine Frage der Logik, die diese Zeitangabe ausliest, wie damit umgegangen wird. Die muss halt verstanden werden. Aber es gibt einfache temporale unscharfe Logiken, mit denen ich in der Lage bin, genau das zu machen. Wir haben in der NFDI genau dasselbe Problem, was jetzt die Unschärfe von Zeitangaben angeht. Auf der einen Seite haben wir Historiker, die oft genau wissen, an welchem Tag genau was passiert ist. Aber wir haben in der gleichen Gruppe dann auch noch die Archäologen, die natürlich mir jetzt nicht sagen können, wann in der Bronzezeit jetzt was ganz Bestimmtes passiert ist, sondern mir dann einen ganz anderen Zeithorizont dann entsprechend geben. Und trotzdem müssen wir beide Zeitangaben miteinander in Bezug setzen können. Aber das funktioniert, das kann man entsprechend umsetzen. Ja, prima. Zeitlich, ich sehe jetzt, Herr Kempf bedankt sich nochmal für die Antwort. Und wir haben jetzt noch eine Frage reinbekommen. Ich würde sagen, die machen wir noch und dann schließen wir mal Diskussionsrunde für heute ab. Wir haben ja noch eine ganze Woche vor uns und ich denke auch, Harald, du wirst ja auch die nächsten Wochen immer wieder zu Fragen zur Verfügung stehen. Also wir bleiben ja alle in Kontakt und es wird viele Möglichkeiten geben, auch noch sich sozusagen zu dem ganzen Themenkomplex auszutauschen. Ich stelle mal die Frage, und zwar ist es die Frage von Herrn Hampe. Ist es ein Ziel, alle möglichen Primärforschungsdaten in diese NFDI einzubetten und später abzugreifen? Ist nicht gerade nach wie vor die intellektuelle Konsolidierung, Aggregation und Interpretation durch die Forscher selbst der sinnvollste, effektivste und einfachste Weg, Forschungsergebnisse auszuwerten? Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Und der Punkt ist, dass ich nur interpretieren kann, von dem ich auch weiß. Und mittlerweile gibt es wirklich, oder ist es sehr, sehr schwer, beispielsweise Daten aufzufinden oder überhaupt die Existenz von bestimmten Daten, wenn bestimmte Versuche gemacht worden sind, jetzt im naturwissenschaftlichen oder ingenieurwissenschaftlichen Bereich oder auch andere Experimente im lebenswissenschaftlichen Bereich, die zu finden, damit ich die nicht nochmal durchführen muss, ist ja auch eine Kostenfrage. Und irgendwann bei der Menge an Dingen, die gemacht wird, haben wir auch genau wieder dieses Skalierungsproblem, wenn ich hundertfach ein Experiment wiederholen muss, weil ich nicht weiß, wer das wann, wo, wie, unter welchen kontrollierten Bedingungen schon gemacht hat, habe ich eben
das Problem, dass ich es auch nicht intellektuell interpretieren kann, sondern dann eben das 101. Mal erneut durchführen muss. Das heißt, man braucht aber dann auch, wenn man jetzt diese Daten veröffentlicht, ein strenges Regiment bezüglich, wie dokumentiere ich die Daten? Wie dokumentiere ich genau das gesamte Umfeld, wie diese Daten entstanden sind? Also Provenienzinformationen, Zuverlässigkeitsinformationen, mit welchen Geräten wurde das erfasst? Wann wurde das gefasst? Unter welchen Bedingungen wurde das erfasst? Wer ist dafür verantwortlich? Dass man wirklich solche Sachen nachhält, um lückenlos zu dokumentieren. Und das ist ein zweites Problem, das auch nicht überall gleich gut bislang umgesetzt ist und wo wir auch noch dran arbeiten müssen. Gut, vielen Dank für die vielen Fragen, für die gute Diskussion, dass wir nochmal so Anregungen von dir bekommen haben. Großer Applaus, ich mache den mal virtuell. Ich klatsche jetzt hier nicht die Mikrofone kaputt. Ich denke mal, zurzeit toben die Teilnehmenden, die jetzt virtuell zugeschaltet sind und sind begeistert. Ich fand es wirklich sehr klasse, wie immer. Es war wie immer sehr spannend. Du hast das auch immer drauf, das so irgendwie charmant rüberzubringen, diese doch teilweise recht komplexen Themen. Auch die Zeitreise habe ich schon erwähnt, hat mir sehr gut gefallen. Das werde ich nochmal heute ein bisschen drüber nachsinnieren. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast